Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet seid und herzlich willkommen auf meinem Account. Hier werde ich in Zukunft Fashion-Content für euch kreieren und Hauls zeigen. Ich werde, so gut es geht, natürlich immer versuchen, alle Sachen für euch zu verlinken, sobald sie noch verfügbar sind, oder werde darauf achten, dass die Sachen auf jeden Fall für euch verfügbar sind und dass ihr sie alle nachkaufen könnt, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für euch. Heute werde ich damit starten, euch ein paar Hosen von H&M zu zeigen, denn werde die aber auch mit anderen Sachen kombinieren. Ich habe nämlich ein paar Schwangerschaftshosen bestellt. Ich bin gerade in der 18. Schwangerschaftswoche, werde aber nicht nur Schwangerschaftssachen hier zeigen, sondern allgemein auch Fashion-Trends, die ihr natürlich auch unschwanger tragen könnt, damit für alle etwas dabei ist. Fangen wir mit dem ersten Outfit an, was ich heute anhabe, beziehungsweise mit dieser Hose hier. Das ist eine Schwangerschaftshose von H&M. Ich muss sagen, dass ich sie richtig, richtig doll liebe, weil sie einfach so, so bequem ist. Der Bund ist super elastisch hier oben. Da passt auf jeden Fall auch noch eine größere Kugel rein. Also ich bin ja erst in der 18. Woche, aber ich denke, dass sie bis zum Schluss passen wird. Von der Länge ist sie bei mir auch perfekt. Ich bin 1,65 groß, also nicht die größte. Aber sie schleift nicht auf dem Boden, also hat, finde ich, die optimale Länge. Sie hat nicht so einen ganz kompletten Schlag, aber ist auch nicht richtig eng. Ich finde auf jeden Fall ein richtig cooler Mix und muss sagen, dass ich sie einfach liebe. Der Stoff ist auch sehr, sehr angenehm, nicht zu warm, nicht zu kalt, schön weich auf der Haut. Von hinten sieht sie so aus, das zeige ich euch einmal. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich finde auch, dass sie von hinten auch eine Topfigur zaubert. Also da darf man sich auf jeden Fall nicht beschweren, wie ich finde. Das Oberteil ist von Sassy Classy. Ich schaue mal, ob das noch verfügbar ist. Das ist tatsächlich kein Zweiteiler. Viele denken immer, dass das zusammengehört, aber das ist so ein Wickeloberteil und die Leggings ist, wie gesagt, von H&M extra. Und ja, ich finde, es passt sehr, sehr gut zusammen. Das Oberteil könnt ihr auch noch weiter zuschnüren oder weiter aufschnüren, je nachdem, wie ihr es am liebsten tragen mögt. Ich finde es so, so ganz schön, wie ich es jetzt gerade anhabe. Die Sneaker hier unten sind von Naked. Ich glaube, die sind auch noch verfügbar. Hat so eine schöne Beige-Weiß-Mischung. Deswegen finde ich, dass es ganz gut zu dem Look matcht, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe nämlich noch zwei weitere Outfits, die ich euch gleich auf jeden Fall präsentieren werde. Ich komme noch mal ein Stückchen dichter dran, damit ihr das ganze Outfit noch mal betrachten könnt, auch ein bisschen von dichter dran. So, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt einmal um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein kleiner, ungebetener Gast, aber dennoch immer willkommen, ist die kleine Kiwi. Wir haben zwei kleine Hunde auch noch. Und ja, die möchte auch gerne mit dabei sein. So, wir ziehen uns um, ne? So, ich bin wieder da. Hab den Hund auch weggepackt, damit wir unsere Ruhe haben. Der zweite Look ist dieser hier. Die Hose ist die gleiche wie eben, nur in einer anderen Farbe. Das ist jetzt so ein, ja, braun-Cappuccino-Ton, würde ich sagen. Finde ich auch richtig schön, die Farbe, gerade Richtung Herbst, würde ich sagen. Finde ich, dass das eine richtig schöne, ja, Herbst-Winterfarbe ist. Aber ich liebe generell diese braun-beige-Töne, deswegen ja, ist bei mir nicht nur Herbst-Winter, sondern allgemein eigentlich das ganze Jahr lang. Genau, die gleiche Hose wie eben, hatte ich ja schon gesagt, finde ich super bequem. Gibt es auch noch in Schwarz, aber ich werde euch gleich in Schwarz noch eine andere Leggings vorstellen. Die Jacke und dieses kurze Crop-Top hier ist von Naked. Ist natürlich für die Sommermonate ein bisschen warm, muss ich sagen, dadurch, dass das so ein richtig schönes, flauschiges Fell ist. Aber ich finde, das Muster ist zur Kontrast zu der Hose eigentlich ganz cool irgendwie. Also ich muss sagen, mir gefällt der Look. Wenn ich mich mal umdrehe, sieht das Ganze so aus. Ihr könnt es natürlich auch vorne zumachen, die Jacke, je nachdem, wie ihr es am liebsten natürlich tragen mögt. Also ihr könntet hier noch so ein Knöpfchen zumachen oder auch alle Knöpfe zumachen, je nachdem, wie natürlich auch das Wetter mitspielt. Genau, die Schuhe sind von Bershka. Das sind so eine, ja, Stiefeletten. Die sind, glaube ich, schon ein Jahr alt, aber ich gucke mal, ob ich noch einen Link finde, dass ich euch die reinsetze. Ansonsten werde ich euch auf jeden Fall ähnliche Schuhe verlinken, damit ihr den Look auf jeden Fall nachshoppen könnt, wenn er euch gefällt, was ich natürlich hoffe. Schreibt mir auf jeden Fall mal danach in die Kommentare, welches Outfit euch von den dreien am besten gefallen hat. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Und ja, das war schon der zweite Look. Ich hoffe,
Er gefällt euch genauso gut wie mir. Und ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt nochmal um und dann sehen wir uns gleich zum letzten Look. Als Nummer 3 haben wir diesen wunderschönen All-Black-Look. Ich muss sagen, ich liebe All-Black. Gerade jetzt wirklich im Winter, Herbst finde ich das richtig, richtig schön und schlicht. Kann man eigentlich immer zu allen Anlässen gut anziehen. Die Hose bzw. diese Leggings ist wieder von H&M. Ich muss sagen, sie ist ein bisschen unelastischer als die anderen, die ich eben gezeigt habe. Ich trage in allen Leggings XS und ich muss sagen, bei der hoffe ich, dass die sich noch ein bisschen weiten. Das ist übrigens so ein Zweierpack Basic Leggings, also eigentlich echt cool, sollte man glaube ich immer im Kleiderschrank haben. Sie ist aber trotzdem stretchy genug, dass es auch das Bäuchlein nicht einklemmt, also das ist jetzt kein Problem. Aber ich würde euch raten, vielleicht eine Nummer größer zu bestellen als das, was ihr sonst tragt. Das ist auf jeden Fall vom Vorteil. Von der Länge her geht sie mir genau bis zum Knöchel, also auch wieder für kleinere Leute ganz gut geeignet, muss ich sagen. Das Oberteil ist von ASOS, das werde ich euch auch verlinken. Das hat hier vorne so einen Kragen und hier vorne wieder so Schnüre, das heißt, ihr könnt es wieder so schnüren, wie ihr es gerne mögt. Also entweder ein bisschen offener, ein bisschen geschlossener. Ich finde, das kann man zu vielen Anlässen tragen, entweder lässig oder auch schick. Zum Weggehen hat so ein ganz dünn elastischen Stoff, also richtig angenehm auch im Sommer auf der Haut. Vom hinten sieht das Ganze so aus, also ziemlich basic einfach, muss ich sagen. Aber ich finde, basic geht halt einfach immer, muss ich sagen. Die Stiefel hier, diese schönen Leder-Boots-Stiefel, sind von Naked. Die werde ich euch auch verlinken, die gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Also damit macht man nichts falsch. Ich glaube, ich habe sie fast in allen Farben im Kleiderschrank, muss ich sagen. Genau, ich komme noch mal ein kleines Stückchen dichter dran. Zeige euch noch mal von hier das Outfit. Ich muss sagen, ein richtig schöner All-Black-Basic-Look. Und man kann natürlich, wenn man nicht schwanger ist, einfach auch diesen Look mit einer normalen Basic Leggings tragen, also ohne Schwangerschaftsleggings. Da gibt es ja einfach 1000 Stück auch bei H&M, Zara, whatever. Ja, das waren meine 3 Looks. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Welches Outfit euch, wie gesagt, am besten gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir uns beim nächsten Video auf jeden Fall wiedersehen. Und ja, bis dann.